Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Soul Mask im Hard Mode Multiplayer mit Astumis. Hallo zusammen. Genau, da läuft er gerade in die Bude. Wir sind immer noch hier am Strand, haben uns mal ein bisschen in den Dschungel gewagt, konnten ein paar Sachen schon sammeln und haben jetzt eigentlich soweit alle Werkbänke gebaut, die wir bauen können. Die neueste Errungenschaft ist hier ein Knochenspeer. Der sieht so aus. Denn wir konnten jetzt auch die Werkbank bauen, auf der man Waffen herstellen kann. Aber es sind noch nicht alle Waffen freigeschaltet. Ich habe auch hier einen Knochenbogen. Kann man auch mal kurz zeigen im Vergleich. Der Astumis hat den langen Bogen. Der ist auch noch ein bisschen besser. Und ich habe den normalen Knochenbogen. Also viel tun sie sich nicht. Aber ich glaube, deiner ist... Oder habe ich auch den langen Bogen? Ich hatte nämlich meinen irgendeinem Barbaren abgenommen. Deiner ist größer, ne? Ein bisschen. Ich sag's ungern, aber meiner ist länger. Ja. Mhm. Genau. So, und hier an der Werkbank, an dieser hier, können wir die Waffen herstellen. Und zwar nicht nur die Knochengeschichten. Jetzt kann ich zum Beispiel, jetzt sind zum Beispiel neue freigeschaltet worden auf einmal. Wir hatten gerade schon mal ein paar Minuten kurz gespielt und ein bisschen vorbereitet. Jetzt kann ich zum Beispiel noch einen Hammer freischalten, aber Hammer war nicht so deins, ne? Nee, Hammer ist doof. Genau, Knochenpfeile können wir natürlich auch machen. Aber wir wollten eigentlich erstmal hier die Doppelschwerter. Und die können wir noch nicht. Das ist alles noch gesperrt hier, wie man sieht. Das sieht man ja hier einfach an dem Schlosssymbol. Großschwert, Bronze, Eisen, Eisenpfeil, Knochenpfeil, großer Stahlpfeil, aha. Die ganzen Wurfmesser, weiß ich nicht, ob man die Explosionsbehälter, und oh Gott, habe ich gesagt, weil da direkt danach Fäkalienbehälter. Ein mit Fäkalien gefüllter Behälter, er wurde sorgfältig gefüllt und wird nach dem Werfen aufplatzen, um seine Inhalte in alle Richtungen zu versprühen. Bah! Davon betroffene Menschen werden diese Befleckung nur schwer von sich entfernen können. Warum? Mach das weg. Warum? Ich könnte dir aber auch noch einen Schleimbehälter. Soll ich sagen, was da drin ist? Nein, ich möchte das nicht. Also, kann er Zielen in einem bestimmten Bereich die Bewegung erschweren und das Wegrollen unmöglich machen? Oh Mann, ey. Bronzegeschoss für Balliste. Ach du Schande. Ja. Ja. Ich bin übrigens ein bisschen verschnupft. Das liegt am Heuschnupfen, nicht wundern. So, also, ich gucke nochmal im Talentbaum hier, ob ich noch was freischalten kann. Ich bin immer noch Stufe 13, habe noch 8 Punkte. Und kann jetzt hier erstmal nichts weitermachen, ne? Und eine Doppelklinge geht auch nicht. Bereits angeeignet. Doch. Bestienknochen, warte. Mal jetzt aber. Fäustlinge, Großschwert, Doppelklinge ist frei. Ich habe noch 7 Punkte. Doppelklinge ist frei und ich mache auch mal die Fäustlinge. Mit dem Schild haben wir nichts zu tun. Ne? Schild mache ich nicht. Okay. Können wir denn von diesem Kürschnermesser, sage ich dazu, können wir davon auch ein Knochending? Kann ich Bronze schon freischalten? Ne, Bronze geht erst ab Stufe 20. Oder ab Bewusstseinsstärke 20. Maskendekotisch geht noch nicht. Trockengestell geht noch nicht. Hochwertige Nahrung geht ab 15. Okay. Mittlere Handwerkskunst geht auch ab 15. Ausrüstungsmodifizierung kriegen wir dann. Wir kriegen dann eine Reparaturbank, was ja gut ist, ab Stufe 15. Mhm. Und dann gibt es Waffenmodifizierung. Haltbarkeitsmodifizierung 1. Schadensmodifizierung. Dafür brauchen wir Rehfell. Wir haben noch nirgendwo ein einziges Reh gesehen. Da kommen dann die anderen Biome ins Spiel, ne? Vermutlich. Rennen die dann darum. Und dann haben wir hier noch Ausrüstungshaltbarkeit, Modifizierung. Dafür brauchen wir Rohlack und Harz. Rohlack. Das ist einfach... Also, ich...
Überleg wirklich, also welches war so umfangreich mit so vielen verschiedenen Gegenständen? Also Bronze, kann ich ja mal kurz sagen, kommt mit 20. Da ist natürlich auch alles Mögliche mit drin. Da ist Ölpressen mit drin, Bronzewaffen, Bronzerüstung, Schmelztechnik, Brauentechnik, mittlere Schleiferei, hochwertige Züchtung, Arzneimittel. Und was sind da für Gebäude drin? Stein. Da kommt dann Stein ins Spiel. Danach kommt leuchtendes Eisen, Windradtechnik, Fördertechnik. Ja, wir sind auch schon mal an der Mine vorbeigekommen, sind da aber ganz dezent gestorben und sofort weitergerannt, weil an der Mine, also dann haben wir das gemieden. Diese Mine war voller starker Barbaren, also einfach irgendwo eine Mine ausnehmen. Diese Erkundungen wollten wir jetzt keinem zumuten, das haben wir auch nur zwei, dreimal gemacht und ja. Fördertechnik, Bauplan freischalten, Minentruhe, fortgeschrittenes Weben. Kalzinierungstechnik. Ey, also Nebelfrosch-Set. Säbelzahnbestien-Set. Rüstungssets jetzt, ne? Hast du, Miss? Maximale LP 30 bis 37,5. Verteidigung 1 bis 1,2%. Okay. So, und nach dem Eisen kommt Stahl. Und nach Stahl kommt Feinstahl. Und in Feinstahl sind aber nur 4 Punkte drin. Waffenverfeinerung. Dann hast du hier erforderliche Bewusstseinsstärke 60. Und dann bekommst du Feinstahlwaffen. Zum Beispiel der Feinstahlspeer. Der braucht einen Stahlspeer, eine mystische Legierung, was auch immer das ist, ein Jadeit, Goldobsidian und einen mystischen Magneten. Nicht einen, sondern 5. Ein Stahlspeer, 5-mal mystische Legierung, 5-mal Jadeit, 5-mal Goldobsidian und 5-mal mystischer Magnet. Ich glaube, bis dahin werden es noch viele Folgen sein hier. So, pass auf, jetzt können wir aber die Klingen schmieden. Die Doppelklingen, davon hätten sie ja gerne eine, ne? Und ich auch. Ich ja, guck ja. Noch mal, ich guck noch mal. Ne, ich habe noch die Steinklingen. Ich habe die immer noch auf E. Ich habe immer noch nicht die ganzen verschiedenen Keybindings auf meine rechte Hand gelegt. Als Linkshänder lege ich ja immer alles auf rechts. So, die dauern 1,40 oder so. Oder 1,50. Kurz mal ein Stück trinken. Ja, was sagen Sie denn bis jetzt? Zu dem Ganzen hier. Ich bin noch maximal überfordert von dem Ganzen, aber binde mich da, glaube ich, so langsam rein. Und gut überfordert oder schlecht überfordert? Also prinzipiell, man kann sich in alles reinarbeiten. Ja. Und das wird auch werden, da bin ich mir sicher. Nur eben, es dauert seine Zeit. Also ich habe mal überlegt, ist das umfangreicher als Icarus? Oder geht Icarus... Ja. Ist umfangreicher, meinst du noch? Aber in Icarus... Also ich habe Icarus ja nur ganz am Anfang gespielt. Und ich glaube, auf diesem Channel, ich glaube, das gehörte zu einem meiner früheren Channel. Da habe ich... Das hast du hier auch schon gespielt, glaube ich. Nee, meine nicht. Also zur Erklärung, ich hatte schon mal 2 YouTube-Kanäle angefangen. Da fehlte mir aber letzten Endes dann doch die Zeit und die konnte ich nicht so verfolgen, wie ich gerne wollte. Und jetzt habe ich ja die Zeit und deswegen ist dieser hier auf Dauer angelegt. Aber ich meine, Icarus ist hier noch nicht drin. Ich glaube, das war vorher. Aber egal, das hatte ich auch direkt gespielt, als es rauskam. Und meinst du dann, aber da konntest du ja auch, du konntest ja die sogar bis Elektronik und so, aber du hattest nicht so viele Einzelteile wie hier, ne? Du konntest schon relativ weit, das ist richtig, aber wie du sagst, diese verschiedenen Varianten mit Eimer Stahl und Bronze und weiß der Geier, ich glaube, das hat es so nicht gegeben. So, du hast ja den Dreier Speer, dann kriegst du, nehme ich jetzt die Dreier Doppelklinge und du kriegst aber immerhin eine Einer Doppelklinge, also besser Oha. Als Grau. Ich habe ja nur von den grauen Speer bekommen. Mhm. So, und die Fäustlinge können wir noch machen. Holzpfeile, Knochenpfeile werde ich machen.
Willst du die Fäustlinge auch mal? Ja, wenn du gerade dabei bist. Die haben allerdings die Doppelklinge, wir vergleichen mal eben. Die Doppelklinge hat eine Ausdauerkosten von 9,7, Ausdauersenkung von 3 und Zähigkeit von 3. Und die Bestienklaue 8,7. Die haben aber eine Ausdauersenkung von 5 und Zähigkeitssenkung von 7. Was heißt das denn jetzt überhaupt? Ehrlich gesagt, heißt das Ausdauersenkung bei mir oder beim Gegner? Vermutlich. Ist das ein Multiplikator wahrscheinlich, ne? Ja, das sind so also Details. Ich verspüre jetzt bei den Bestienknochenwaffen keine wesentliche Verbesserung. Dass da irgendwas schneller von sterben würde. Wieso? Hast du schon probiert? Bei einer Krabbe wieder oder was? Ja, du weißt doch, dass ich dann immer Krabben fertig machen muss. Ja. Ja, gut, nee, die also machen, also die haben Waffenschaden 34,5. Und was hatten die Schwertklingen? Müsste ich gleich mal gucken. 34, also meine hier, ich habe ja Stufe 3 jetzt bekommen. Mhm. Die haben 34,5. So, meine haben, Moment, 31,5. Und die Steindinger? Ja, müsste ich mal schnell an die Kiste wetzen und gucken, was die gehabt haben. Hm, 21. Ah, ist schon ein Unterschied. 31, 21. Gut. Gefühlt war jetzt nichts, aber gucken wir mal. Du kannst dir hier Handschuhe rausnehmen. Die sind fertig. Bestienklauen Fäustlinge 2. Die haben 27,5. Angriff 1 und die haben Angriff 1. Aha. Hinrichtungsmultiplikator 282% bei den Bestienklingen. Angriffsmultiplikator 46%. Das ist schon interessant. Ach, ich dachte, die Fäustlinge gehen anstatt der Handschuhe, aber dem ist gar nicht so. Nee, das sind Waffen quasi. Ich habe natürlich wieder nur Stufe 1 bekommen, ist ja klar. Jetzt mache ich mir nochmal einen Bestienknochenspeer, wenn ich gerade dabei bin, um mal zu gucken, ob der vielleicht besser wird. Dann kann ich den anderen ja wieder zerlegen. Verdammt, ich habe alle Krabben aufgebraucht. Wie? Ach so, die hier in der Nähe sind. Ja. Ich wollte jetzt die tollen Fäustlinge ausprobieren. Da habe ich keine Krabben. Ah, da sind noch welche. Ja, so schaut's aus. Also solange wir diese Basics machen wir jetzt noch ganz normal. Wir haben uns ungefähr überlegt, wo wir hinwollen. Wir haben jetzt auch schon mal in ein, zwei andere Videos von anderen YouTubern reingeschaut. Klar, man ist ja schon ein bisschen neugierig, aber hauptsächlich habe ich nur zwei geguckt, wo es um Standorte ging. Und genau die Standorte, die alle empfehlen, werden wir meiden. Das ist einfach zu langweilig. Guck, ich habe einen etwas besseren bekommen, Stufe 2. Dann kann ich den jetzt zerstören. Das ist einfach zu langweilig, dahin zu gehen, wo alle hingehen irgendwie. Der ein oder andere findet die Sachen dann auch. Warum geht das jetzt nicht? Doch. Der ein oder andere findet die Sachen dann auch zufällig, aber wir orientieren uns eher an der Mitte der Map. Das zeige ich jetzt aber noch nicht, das bleibt eine Überraschung erst noch, weil wir erst wissen wollen, ob wir da auch so hinkommen, wie wir wollen. So, ich mache jetzt mal freudig weiter, beziehungsweise guck erstmal bei den beiden, weil unser Mädel und unser Junge hier, die sollen auch bessere Waffen bekommen. So, was hatte er jetzt hier? Das ist auch alles Stein, Speer und Holz. Okay. Also maximal. Und sie hier hat schon wieder alle Äxte schon wieder kaputt. Wahnsinn. Ja, dann werden wir jetzt auch Knochenaxt und so bauen. Da hatte ich auch geguckt, wenn ich jetzt hier reinnehme. Und sie sammelt ja Holz immer noch, hat immer noch den Auftrag. Da unten rechts ist unsere Werkzeugkiste.
Und wenn man die jetzt halt entsprechend repariert, reparieren war nochmal F. So, dann werden die in die Warteschleife gesetzt. Und jetzt kann ich die drei hier unten reinpacken. Und dann holt sie sich die auch tatsächlich da raus. Das läuft also. Und man kann hier unten noch festlegen, dass das nicht passieren soll. Die müsste jetzt gleich eigentlich kommen. Die hat immer erst eine kurze Bedenkzeit. Normalerweise, jetzt kommt sie. Nimmt aber den kurzen Weg und kommt jetzt nicht dran. Aha. Sie kam jetzt nicht dran, weil unser Kevin den Weg versperrt. Jetzt geht sie außen rum, sucht sie sich den Weg. Nee. Wo hat sie den jetzt hergeholt? Ey, das war jetzt fake. Ist die jetzt hier weg gewesen? Tatsächlich. Okay. Das heißt, die KI kann sich, also die NPC-KI kann sich die Waffen teleportieren quasi. Oder komme ich von hier? Die stand nämlich jetzt hier außen am Zaun. Mhm. Und dann ist die, also wo ich jetzt bin, ne? Ja. Und dann hat, plötzlich hatte sie die, eine Axt in der Hand, die aber aus der Kiste stammt. Und du kannst von hier aus die Kiste nicht sehen und gar nichts. Also, oder Leuchtfeuer? Ne, ich kann die nicht anvisieren. Okay. Ah, da ist natürlich gar nicht schlecht. Ist die Frage, wie groß die Range dann ist. Dann mach ja, ich. Und ob es ein Bug oder ein Feature war, ne? Ja, gut, das ist dann natürlich auch die Frage. Ich mache nochmal zwei Speere für die beiden, für jeden einen. Ich kann nur noch einen machen, okay. Was fehlt dann? Ist wahrscheinlich scharfes Horn oder was fehlt? Hartholzgriffe brauchen wir noch. Ja, habe ich gerade gemacht. Ah, super. Naja. Und ja, schreibt uns doch bitte mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, ob ihr das ganze Game auch spielt, wie weit ihr schon seid, aber das bitte ohne Spoilern und was ihr zu der ganzen Herstellungsgeschichte sagt. Es braucht eben seine Zeit, ne? Das ist halt ja immer so, das gehört halt zu den Survival Games. Das ist, der Anteil ist hier aber vielleicht ein bisschen größer. Zum Beispiel bei Enshrouded musste man jetzt nicht so lange und so viel herstellen, aber dafür habe ich in dem Game ja tonnenweise Zeit für Buddeln verbraucht. Und habe ja in Was? Den... Ja, ich habe... Hast du die Enshrouded-Videos gesehen? Kannst du die gerne mal angucken von mir? Da, ich bin am Buddeln. Ich habe einen ganzen Berg ausgehöhlt und habe da verschiedene Sachen reingesetzt. Unter anderem habe ich dann Labyrinth gebaut und so, just for fun. Also das eigentliche Spiel habe ich in meinen Videos relativ wenig gespielt und habe auch da den Fokus aufs Bauen gelegt. Ja, weil mir das eben einfach gefallen hat. So, Knochenspeer. Dann ist der für ihn. Ich tausche mal eben aus. Du kriegst den Knochenspeer und ich nehme den Dreier weg. Dafür kriegst du den einer Knochenspeer. Er braucht auch eine Doppelklinge. Ich tausche das bei mir erstmal eben kurz aus. Also Doppelklinge. Fäustlinge. Ne, Moment mal. Ich habe bei einem Typ Bronzefäustlinge gefunden. Die machen 35 Waffenschaden, aber die sind so gut wie kaputt. Und die kann man... Die könnte ich zwar reparieren, aber wir haben ja keine Bronzenbarren. Dafür braucht man Bronzebarren, Hartholzgriff und Leder. Die machen 26 und die machen 35 Waffenschaden. Ist natürlich besser. Da haben wir zufällig schon einen Bronzenbarren irgendwo gefunden? Nicht, dass ich wüsste, dass irgendwo einer wäre. Nee. Nee. So weit sind wir auch noch nicht vorgedrungen. Ja, ich tue die mal in die Waffenkiste. Können die sich die holen? Oder ich gebe die ihm hier. Oder sich entscheiden. Ich gebe die ihm einfach noch. Ich nehme jetzt lieber die, die funktionstüchtig sind. So, das heißt, der hier kann zerstört werden, zerlegt werden. V kann nicht zerlegt werden. Die kann ich zerlegen? Warum kann ich die nicht zerlegen? Ja, vieles kann man leider nicht zerlegen. Aber Doppelklinge Stein? Stufe 3.
Oder weil die nicht repariert sind? Ich habe mal da oben eine neue Waffenkiste gemacht. Jo. Das ist hier ein bisschen übersichtlicher dann. Du kannst unten einstellen bei den Kisten, dass die NPCs da nichts rausnehmen dürfen. Sonst nehmen die sich da einfach... Da, er war schon da dran an der Kiste. Oder hast du ihm einen Auftrag gegeben? Keine Aufträge. Der hat sich jetzt irgendwas rausgeholt. Das ist ja eine Frechheit von dem. Oder, weiß ich, musst du selbst gucken, ob er sich was raus... Stammesmitglieder werden keinen Gegenstand hier nutzen, okay. Ich hab's jetzt angeklickt, dass da nicht gestohlen wird. Die könnte man aber eigentlich auch alle entweder... ich repariere die mal einmal. Entweder reparieren oder zerstören, wollte ich sagen. Kann ich den reparieren? Nee. Kann nicht repariert werden. Ja, aber vielleicht für den Ach so. Fall, dass man hier irgendwie... Nee, ich hab die auch geklaut. Diese Waffe. Deswegen kann die wahrscheinlich nicht repariert werden, habe ich gerade gesehen. Hier habe ich noch zwei Äxte, die kann ich... Werkzeugkiste da unten. Werkzeugkiste, Werkzeugkiste. Und wir haben Glühwürmchenlampen ohne Ende hergestellt. Und wir haben auch mal dieses Käfernetz hergestellt. Ich habe auch Wurfäxte. Noch ein Pfeil. Ist im Einsatz. So, die Sachen eben noch reintun hier. Griff. Irgendwo hatte ich da noch einen Knochen, habe ich doch gesehen, da. So, und am Knochengriff sehe ich gerade. Und am Schlachtertisch. Warum sind Baumzweige hier drin? Braucht man die auch für irgendwas? Die waren da drin, deswegen dachte ich, Ach so. Ich schmeiß da welche dazu. Am Schlachtertisch? Ach, da kann man Bestienknochen, Frischfleisch. Aus dem Kadaverstück kann man Frischfleisch herstellen, ist ja auch interessant, ne? Ich pack meins mal noch dazu. Verstehe ich nicht warum, aber okay. Und Bestienhaut? Aha, okay, Bestienhaut. Bestienhaut habe ich 51. Und diese Klaue, wofür kann man die Klaue benutzen? Und Schale habe ich noch. Ach nee, Bestienhaut braucht man hier drin nicht. Bestienhaut kann man herstellen aus dem Kadaverstück. Dann nehme ich die wieder raus. Doch, für Bestienfell braucht man Bestienhaut. Okay, das ist so dort. Also, auswendig werde ich mir das nie merken können, was man wo braucht. Also, das ist ja so umfangreich. Nee, das kannst du vergessen. So, ich sehe gerade, ich habe ja noch ziemlich viele Steine übrig für die Maske. Geh mal kurz hier auf den Strand und check auch mal eine Krabbe. Vielleicht mal mit dem Knochenbogen jetzt. Okay, 56 Schaden. Ey. Ich hab jetzt den fünften, sechsten Pfeil oder so. Ja, der Bogen ist, weiß ich nicht. Schwierig. Den kannst du aber auch, was war Page Down bei mir jetzt? Page Down funktioniert wieder mal gar nicht. Ja, ich muss das alles noch mal ein bisschen anpassen mit meiner Tastatur. Manchmal habe ich auch was doppelt belegt, glaube ich. So, und die Klingen. Ja, gut. Die gehen aber schon gut ab. Ja. Die Klingen. Die Klingen sind okay, ja. Und die Fäustlinge?
Die gehen richtig gut. Die finde ich fast noch hübscher als sie klingen. Hübscher? Ja, also effektiver. Okay. Naja, hübsche. Ich mach mal einmal ganz kurz hier ein. Kommen Sie mal kurz neben mich. Machen wir mal ganz kurz einen Screenshot. Einmal mit dem Häuschen. Ich glaube mit Plus. Stellen Sie sich mal. Genau, ja. Gucken Sie mal in meine Richtung. Bitte in die Kamera gucken. So. Stell dich mal genauso wie ich stehe, nur links neben. Ja, genau. Jetzt dreh dich noch ein Stückchen nach rechts. Dass du in die. Ja, perfekt. Perfekt. 3, 2, 1. Fertig. Ich habe auch gelächelt. Ja. Sehr schön. Um Himmels Willen. Wieso habe ich wieder nichts an den Füßen? Ich habe doch eigentlich Schuhe an. Nee, tatsächlich, ich habe keine Schuhe an. Das ist schlecht. Der Krabbentest. Ja, die kommen auch ganz gut. Ja, meine, aber die Ausdauer, die geht sehr, sehr schnell flöten, ne? Ja. Bei den Fäustlingen. Fäustlinge, Doppelklinge, Speer. Ist schon nicht schlecht. Okay. Dann gucke ich mal ganz kurz nach der Maske. Das war Y-Maskenreparatur. Tja, womit fängt man da jetzt an? Das obere hier, Kontrolle, das kann man irgendwie noch gar nicht machen. Da steht, kann in den mysteriösen Ruinen im Regenwald Daten sammeln. Und da sind einige, die ein, zwei, die wir freigedeckt haben, sind markiert. Da steht halt, dass die irgendwas Mysteriöses enthalten. Kampfinstinkt. 24 Kristalle habe ich. Womit hast du angefangen? Du hast die Maske schon geskillt ein bisschen, ne? Ich habe das Kernfunktionsmodul. Ja. Und die Erinnerungseinheit Kampf. Nee. Auf 1 von 3. Wir haben da noch Kristalle auch, ne? Ich habe 23 Kristalle. Ich kann schon eine Menge freischalten. Erinnerungseinheit. Ja, bei mir scheitert es gerade an der Bewusstseinsstärke, die. Ach so. Im Bereich von 15 sein muss. Ich kann die Doppel... Ja, da macht natürlich auch erstmal nur Sinn, das freizuschalten, was man auch hat, ne? Also der Speer... Ach ne, Bewusstseinsstärke 15, du hast recht. Habe ich ja auch nicht. Eine Speichereinheit, die Wissen zum Kampftraining dokumentiert nach Reparatur, kann es unterbewusst in Kämpfen genutzt werden. Wenn mit Fäustlingen angegriffen wird, steigt Können-Wachstumsrate um 25%. Ja, der braucht direkt Bewusstseinsstärke 15. Okay, und dann haben wir da unten Hilfsfunktionsmodul, das ist dann eher zum Bauen und so, ne? Ist natürlich auch nicht schlecht. Endlich, ja. Und da ganz unten Maskenschnittstellenmodul. Jede Maske hat ein eigenes Funktionsmodul. Nach Reparatur wird gewöhnlicher Energieverbrauch der Maske um 5% reduziert. Ach so. Ach, das ist so ein Boost für die Maske an sich. Interessant. Also ich schalte erstmal alle drei Module jetzt frei. Ist vielleicht nicht das Schlauste. Und hier oben Kampfinstinkt. Nach Reparatur können Gegner innerhalb von 10 Metern rechtzeitig erkannt werden. In diesem Bereich wird ein Alarm ausgelöst, wenn Gegner einen Angriff durchführen. Ach, das ist gut. Den mache ich direkt so hoch, wie es geht. Ja, und direkt nach dem ersten Punkt braucht man auch 15 Bewusstseinsstärke. Das ist halt, ja. Das hatte ich im Solospiel auch ein bisschen höher schon. Wenn du jetzt durch den Wald taperst und dann kommt ein Wildschwein, dann hörst du so ein Klonggeräusch, dann weißt du, irgendwas greift dich an.
Und wenn du das ganz weit auflevelst, also was heißt ganz weit, auf diese drei Punkte, dann kommt das Geräusch schon eben entsprechend früher. Effekt der Reparatur nach Reparaturerhalt, noch leistungsstärkere Energiespeichereinheiten. Das ist wahrscheinlich auch wichtig. Da geht ja auch jedes Mal die Energie flöten, ne? Wenn du jetzt einen Skillpoint hier auswählst, geht ja die Maskenenergie flöten. Und die Maskenenergie lädst du mit den Sonnensteinen wieder auf, falls du das noch nicht wusstest. Wusste ich nicht. Da musst du einfach die Sonnensteine verwenden und dann lädt sich die Maske wieder auf. Sonnensteine? Ja, so. Macht der Sonnenstein mit unzureichender Energie. Ja, ja. Aha. Den einfach verwenden und dann, ich weiß nicht jetzt in wie vielen Schritten oder direkt, ob das sich direkt voll wieder auflädt. Also das ist Erkennungsabstand, das ist alles Erkennungsabstand. Hier Holzfällen. Holzfällen. Ich gehe auch mal ein bisschen hier auf Holzfällen und so weiter, dass das schneller geht. Reparatur. Ofenfeuern. Eine Speichereinheit, die ihr Wissen zur Bearbeitung von Holz, Steinen und zum Gebäudebau dokumentiert. Aber auch 15. Ich gehe jetzt eher in die ganzen Kochdinger erstmal. Dann geht das alles ein bisschen schneller, ja, vielleicht. So, jetzt habe ich nur noch einen grünen Kristall, okay. Wichtige Anleitung der Maskentechnik. Können wir das ja auch mal ganz kurz machen? Einmal noch das Tutorial. Die Fertigkeiten der Maske werden dir dabei helfen, die anfängliche Schwächephase ohne größere Probleme zu überstehen. Bevor du eine komplette Bestienknochenausrüstung hast, solltest du in Betracht ziehen, dir die Freischaltung von wichtigen Maskenknoten zum Ziel zu setzen. Dann machen wir das ja gerade schon ganz richtig, ne? Wir machen immer alles richtig. Glücklicherweise ist der nicht vom Nebel bedeckte Ostregenwald vergleichsweise sicher. Ja, das ist jetzt muss ich kurz was, mir gehen jetzt gerade Erinnerungen durch den Kopf, die 30 Jahre alt sind. So, oder ja, 30 Jahre oder 35 Jahre. Weil so lange kenne ich Astumis schon. So mal eben kurz für euch, für die Community. Und um wenn, Himmels Willen, was kommt jetzt? Nichts erstmal. Und wenn er sagt, wir machen immer alles richtig und mir gehen 35 Jahre Erinnerungen durch den Kopf, das führe ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter aus. Aber deswegen musste ich lachen. Das muss man mal. Sie bringen mich aus dem Konzept. Glücklicherweise ist der nicht vom Nebel bedeckte Ostregenwald vergleichsweise sicher. Ja, in dem befinden wir uns ja. Im Ostnebelwald. Ist da eigentlich schon. Also fast sieht man, wo wir sind. Also wo unsere Base sein wird. Ich wollte es ja noch nicht verraten. Es ist daher eine gute Idee, öfter die Erkundungsstellen im Ostregenwald abzusuchen. Du könntest dabei grüne Kristallen zur Maskenreparatur und Sonnensteine zum Aufladen der Maskenenergie finden. Ja, das haben wir schon gemacht. Hab einige davon bei der Hand, wenn du auf Reisen gehst. Also wir werden auch ein bisschen natürlich im Off spielen und wir werden auch den einen oder anderen Erkennungspunkt hier freischalten. Und wir wissen zum Beispiel auch schon, wir haben uns da hinten angeschlichen, an dieses Lager da hinten. Und wir wissen, das ist ein Salinenlager. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir ja noch gerätselt, was das ist. Wir sind dann hier außen um den Felsen herum und konnten uns so weit heranschleichen, dass sie uns nicht sehen. Und dann haben wir aber das freischalten können und haben gesehen, das ist also ein Salzlager. Deswegen ist es halb im Wasser und deswegen wird es so stark bewacht. Aber bevor wir jetzt mit Salz irgendwas anfangen, ich glaube, haben wir noch ganz viele andere. Ja, das deswegen, das dauert alles noch. Okay, ich würde sagen, das ist es schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es kann sein, dass wir beim nächsten Mal schon deutlich weiter sind. Wir schauen einfach mal. Wir werden uns jetzt mit Knochenausrüstung versorgen, so gut wie es geht, und werden auch unsere beiden
Follower hier mit Knochenausrüstung versorgen. Und dann denke ich mal, machen wir uns auf den Weg im Off und decken hier mal Bereiche der Karte frei. Nur mal so als Tipp schon mal an die Community. Ihr könnt das eigentlich wirklich ganz gut schaffen, indem ihr erstens durch die Gegend schleicht und zweitens den Gefahren aus dem Weg geht, kann man im Dschungel ja nicht sagen. Aber man kann, wenn man viel sich auf Felsen aufhält und viel über die Felsen klettert und dann eben auch über die größeren, da hinten ist ja ganz zum Beispiel am Horizont so eine riesen Felsenlandschaft. Das war so ein bisschen und ist so ein bisschen auch unser Trick. Dann kann man dem ganzen Gefahren aus dem Dschungel schon ziemlich gut entgehen und ansonsten einfach erst erforschen, wenn ihr mindestens hier auch diese Knochenausrüstung habt, wo wir jetzt auf dem Weg sind. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst bitte gerne ein Like da. Es werden sehr wahrscheinlich noch viele Folgen folgen, weil das ist schon so ein Dauerprojekt hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jetzt folgt noch der Abspann. Bis dann. Ciao, ciao. Es wird ein Spaß. Ciao.